Weit über 300 Läuferinnen und Läufer im Alter von 5 bis über 70 Jahren starteten beim diesjährigen Traiskirchen Run. 10 Kilometer, 5 Kilometer sowie 800 Meter und 400 Meter bei den Kindern galt es im Sportzentrum zu bewältigen. Der Traiskirchen Run ging in die nächste Runde und das Traditionsspektakel für alle Lauffans verzeichnete etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die fleißig Meter bzw. Kilometer machten. Dabei wurde nicht nur sportliche Aktivität gefördert, sondern auch die Gesundheit, denn Laufen ist bekanntlich gut für Körper und Seele. Von den Kleinsten bis zu den Ältesten, jeder war vertreten. Das eine ist die körperliche Ertüchtigung der vielen, die einen Spaß daran haben zu laufen. Das zweite ist der gesundheitliche Aspekt. Das dritte ist, man kommt zusammen mit Gleichgesinnten. Das vierte ist, unser Stadion hat auch eine andere Verwendung als nur als Fußballplatz. Das fünfte ist, als Sportstadtrat freut mich, dass es auch Kinderrennen gibt. Wir haben viele sportbegeisterte Menschen in Traiskirchen, von groß und klein. Also wir haben die Kleinsten, waren heute 4, 5 Jahre alt, bis zu den Größten über 70 Jahre. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne, dass man da gemeinsam das als Stadt machen kann. Bei angenehm sommerlichen Temperaturen wurden verschiedene Strecken angeboten. 400 Meter, 800 Meter, 5 Kilometer und 10 Kilometer. Es gab verschiedene Altersklassen, die an dem Spektakel teilnahmen. Also es gibt den 5 Kilometer und den 10 Kilometer Lauf und im Anschluss laufen dann die Kinder noch 400 und 800 Meter hier auf der Laufbahn. Also ist für jeden was dabei und ja, alles zentral hier am Sportplatz. In unserer Laufstrecke direkt beim Fußballstadion und Sportzentrum hier haben wir alles an einem Ort und dadurch ist es sehr gut abgedeckt von Garderoben, Laufbahn eben zur direkt auf die Laufstrecke, Catering, ja, das ist einfach sehr angenehm für uns zum Arbeiten. Ist das heute euer erstes Mal, dass ihr dabei seid? Nein, ich glaube, ich bin schon zum dritten oder zum vierten Mal dabei. Das dritte Mal dabei. Und was ist das Besondere an dem Lauf heute? Warum seid ihr so oft schon dabei? Ja, es ist einfach in der Nähe, es ist gut organisiert, es gibt noch eine tolle Siegerehrung immer und mein Kollege hat jetzt einen dritten Platz zum Verteidigen heute. Danke, Druck weg, also mit tollen Läufern, mit tollen Kollegen zum Laufen. Ja, es ist abwechslungsreich, schöne Gegend, top organisiert und ja, dritten Platz zum Verteidigen aus dem letzten Jahr, werde ich mein Bestes geben. Wie oft seid ihr schon dabei gewesen? Das ist eine nette Frage, einmal, ja, nämlich letztes Jahr und dieses Jahr ist das zweite Mal. Ja. Genau dasselbe. Was hat Ihnen letztes Jahr so gut gefallen, dass Sie gesagt haben, heuer wieder? Ja, die Thermentrophy für sich ist ja eine gute Idee. Das sind ja mehrere Läufe und da sammelt man Punkte und am Ende des Tages freut man sich, dass man eigentlich mehr gemacht hat, als man sonst gemacht hätte. Es gibt ja vielleicht andere Sportler, die das wirklich sehr, sehr konzentriert vorbereiten, aber auch Hobbyläufer sind da gern gesehen und wir sind auch gern da gesehen. Wie war denn heute der Lauf für dich? Sehr gut eigentlich. Letzte Woche in Wiener Neustadt war es ein bisschen langsamer von mir, aus diversen Gründen. Heute für vor allem die Streckenverhältnisse mit ziemlich viel Gatsch und Schotter bin ich sehr zufrieden eigentlich mit meiner Zeit. Möchtest du uns denn verraten, welcher Platz du geworden bist? Ich bin Zweiter bei den 5 und auch dass der erste von den 10 noch vor uns ersten 5er-Läufern war, was voll arges, bin ich Dritter halt insgesamt von beiden Läufern. Heute der Traiskirchen Run. Ist das denn heute für euch das erste Mal, dass ihr dabei seid? Also das erste Mal bei dem Lauf, aber ich bin schon mehrere Läufe davor gelaufen. Bei uns auch so. Was macht diesen Lauf denn so besonders heute, glaubt ihr? Weil wir eigentlich nur die halbe Runde laufen müssen. Ich wäre sonst 800 Meter laufen, aber ich muss nur 400 Meter. Was machst du heute hier? Ich laufe heute die 400 Meter auf der Laufbahn. Ich will irgendwie versuchen, heute Erster zu werden. Bei der Siegerehrung wurden die Leistungen der Läuferinnen und Läufer gewürdigt und die Spitzenplatzierten erhielten Pokale und Podestplätze. Ein sportlicher Tag fand damit seinen gelungenen Abschluss. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Ja.